Und wohin geht's jetzt? Noch weiter zurück. Und hier ist nichts? Bah, es riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Okay, was geht hier? Was zum Teufel ist das? Worum geht's? Alles klar. Was geht hier ab? Okay, das ist strange. Seine nächste Erinnerung. Schön, aber warum sieht hier... sieht's hier wie in Laputa aus? Gute Frage. Die Erinnerungen verbinden sich nicht richtig miteinander. Muss sich wohl um eine Fehlfunktion der Maschine handeln. Schon wieder? Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei nun für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Egal, halb so schlimm. Die Teenager-Zeit haben wir ja abgespeichert. Damit können wir es schon hinkriegen. In Ordnung. Aber ich werde ihm nichts über das hier erzählen. Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Tja, ich glaube, das war's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Ladies first? Ob das wirklich an der Maschine liegt? Zu schade. Ich hätte gerne mehr erfahren. Wie wir alle. Aber wir wissen jetzt noch nicht, warum er zum Mond will. Zweiter Akt. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Was jetzt? Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen, aber Sie brauchen volle Konzentration. Aha. Und das ist alles, was ich Altana weiß? Tja, tut mir leid. Ich bin wohl keine große Hilfe. Dann muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Wunsch mit ihren frühesten Kindheitserinnerungen verbinden. Dann legen wir den Schalter um und voilà, in Handumdrehen stehen sie auf dem Mond. Ich habe eine Frage. Wenn sie Lily verschwinden lassen können, dann bedeutet das, sie können diese Welt verändern. Warum? Tun Sie das nicht einfach noch einmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt? Das würde funktionieren, wenn dies Ihre wahre Erinnerung wären. Was soll das heißen? Was ist das hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie, eine Leinwand, auf der wir arbeiten, wenn Sie so wollen. Was Sie selbst angeht, Sie sind nur ein Algorithmus, abgeleitet aus Johnny. Gut, genug für ein Abbild von ihm, aber längst nicht vollständig. Alles, was wir tun können, ist dieses Bild auf logisch schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann ihren Wunsch in ihre Kindheit übertragen, generiert die Maschine ein neues Leben für sie. Eines, in dem dieser Wunsch ihr Verhalten bestimmt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann in das Gedächtnis des echten John. Sie sehen also, selbst wenn Sie zufrieden mit uns sind, bleiben Sie doch nur ein Read-Only-Programm. Ich meine, wir können Sie resetten, so oft wir wollen und... das reicht. Ach, sei nicht so empfindlich. Er ist eh nicht real. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du dir dann überhaupt die Mühe, es ihm zu erklären? Ich versuche nur Zeit zu sparen. Gehen wir.
Doktor. Ist es das, was ich wirklich bin? Oha. Bald jetzt. Ah, die Arbeit einer ganzen Nacht. Oha. Sache überall dieses dumme Schnabeltier. Tja, weiter geht's leider nicht. Was ist das denn? Was zum... Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Ich kann das nicht leugnen, ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Scherz sein soll, aber ich habe Angst vor der Antwort. Ziehen wir es durch. Ich komme mir in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was wir tun müssen, ist seinen Wunsch von der spätesten Erinnerung zur frühesten zu transferieren. Okay. Zwei passende Mementos müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Was heißt an den Kanten? Ah, okay. Ich verstehe. Und wie? Warte. Hey. Was gibt's denn hier, was es da auch gibt? Okay, wir brauchen... das Täschen. Na, komm. So. So, dann geht's dahin. Was haben wir denn hier? Das Buch. Hey Eva, guck mal. Om nom 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 nom. Im Ernst? Alter Mann, was ist denn das hier nur? So, und hier haben wir dann zum Schluss die Uhr. Ach, verdammt, ich bin ja auch Schlaumeier. Die Uhr, die wir da nicht rüberkriegen, wir Schlaumeier. Das heißt, wir müssen mit irgendwas anderem eine Verbindung herstellen, oder bin ich jetzt blöd? Die Uhr kriegen wir da aber nicht rüber. Machen wir mal so. Hä? Wir haben doch gar keine Verbindung hergestellt. Oder muss das nicht verbunden sein? Ach, ich dachte, das muss komplett verbunden sein. Ding! So, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit, auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch. Ich bin immer bereit. Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond mitgebracht hat. Ladies first, diesmal nichts Süße. Das ist ein bisschen zu früh. Wir steigen lieber etwas später ein, damit wir auch Ergebnisse bekommen. Hier? Okay. Sieht so aus, als wäre dieser Abschnitt noch gleich. Lass uns woanders nachsehen. Wie komme ich jetzt zurück? Ah, okay. Ich muss sie nur anklicken. Okay, dann nochmal weiter zurück. Was gibt's hier? Herr im Himmel, hier auch alles gleich? Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Tja, der Wunsch, diese Erinnerung, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach noch einmal passiert. Tja, der Wunsch, der liegt tiefer begraben. Der Wunsch, zum Mond zu fahren. Das ist euer Problem. Sie sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde doch transferiert, oder etwa nicht? Doch wurde es.
Dann gehen wir mal hier hin. Okay, das kann aber nicht stimmen. Wie könnte denn dann alles gleich geblieben sein? Machen wir die Probe auf 6 Sample. Wir brauchen die letzte verfügbare Erinnerung. Dann gucken wir mal. Das hier ist dieselbe Umgebung wie in der letzten echten Erinnerung, auf die wir Zugriff hatten. Ich kann nicht behaupten, dass ich komplett begeistert davon bin, wie das hier läuft. Ja, ich auch nicht. Okay, er war da oben am Leuchtturm, ne? Okay. Was zur Hölle? Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Déjà-vu schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline und das ist... Was? Ich sage es nicht zweimal. Dr. Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generations geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur? Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Friere ihn auch ein. Oha. Nun? Warte hier, ich gehe jetzt und sende das Verlangensignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas ändert. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nicht einmal ein bisschen. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen allein nicht ausreicht. Warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht braucht es einfach etwas Stimulation, um in Gang zu kommen. Aus seinen früheren Erinnerungen? So früh wir zurückgehen können. Dann los. Aha. Jetzt müssen wir ganz nach hinten wieder. Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation, hm? Also dann. Was zum... An der Kasse haben sie gesagt, dass ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Ha. Was können wir hier jetzt noch machen? Hast du To the Moon gesehen? Wie war er? Ach, die Story war ganz schön aufgeblasen. Ich mag lieber Filme, die ein bisschen mehr, naja, je ne sais quoi. Keine Ahnung, ob das richtig ausspricht. Ich bin nicht so in der französischen Sprache geläufig. Okay, gehen wir mal zu To the Moon. Da sind die beiden. So, zum Moon, was, Liebling? Oh, oh, Henry. Oh je, ich bin viel zu abgespannt und hungrig, um Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendwas geändert hat. Aber wie gehe ich denn jetzt zurück? Einfach nur... Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern Platz sitzen musstest, Kleiner. Ah, Mann. Gucken wir mal. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Lilly?
Vielleicht träumt sie ja auch nur. Ein Traum im Traum im Traum. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Ich habe jetzt keine Zeit für sie. Was? Also, hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Ja, hat sie. Halt die Klappe, Mann. Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Was? Moment mal. Das habe ich anders in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Hey, nicht drängeln. Okay. Was ist passiert oder was passiert? Was zum Geier? Moment mal. Das ist keine echte Änderung, das ist... Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturns zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... du. Aber ich möchte gar nicht zum Mond. Dann ist heute dein Glücks... Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal das klitzekleinste bisschen? Nein? Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Bisschen forsch, der Kerl. Ein bisschen forsch. Na? Wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Es hat eh nichts gebracht. Bin zurück. Erzähl. Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre... Tja, bin ich auch mal gespannt. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten, bla. Aber können Sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn Sie dieses Haus verkaufen, können Sie es definitiv. Was? Die Diagnose steht fest. Ja. Wussten Sie, dass die Mitarbeiter der NASA exzellente Krankenversicherungsleistungen bekommen?
Tatsächlich, sie beide, sie und ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im All! Sieh mal an, eine Hochzeit, tolle Sache. Wie wäre es mit einem Rätsel? Rate mal, wo ihr wo ihr ganz mondän. Oh Gott. Wo ihr ganz mondän Flitterwochen machen könnt. Oh Gott, Alter, wie schlecht. River? Er hat nicht mehr mehrere Farben, oder? Hatte er vorher mehrere Farben? War das der mehrfarbige? War das der mehrfarbige vorher? Verdammtes Glas, rutschig. Johnny? John? Was? Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Nicht nur. Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammten langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgenommen. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorhin verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen.